Wir sind in der Pistel. Und die scheint AC schon wieder zu verlieren. Ich kann gerade nicht hin und her wechseln, weil alles hier buggy ist. Jetzt geht's durch. Oh, schade. Gut gedacht mit der Fake Flash. Kuben kommt sogar durch und kann legen. Das wird jetzt sein Minimalziel sein. Übrigens wieder die Flaggen am Start. Also das machen die Admins ja ganz gut, dass sie dort die Flaggen einstellen, die Teamnamen. Schade, aber Kuben kann immer noch mal legen. Hab natürlich keine Ahnung, was am Anfang passiert ist. Aschmute ESC wurde da wieder komplett gepusht. Schade, nochmal hier Inferno zu sehen. Ui, ist jetzt nicht gelegt. Auch noch bisher relativ selten gesehen in Go, muss ich sagen. Der Wenzel sich irgendwie überhaupt nicht einig, wer die Waffe nehmen soll. Weste. Scheint. Kuben hat keine Weste. Und Bikey weiß das natürlich, dass sie gekauft haben. Richtung B wird es auf jeden Fall nicht gehen, so wie es aussieht. Boah, schöner Shot. Kommen sie nicht an die AK ran? Wobei man die eigentlich picken kann mit E. Tess hat sie. Schöner Schuss. Boah, sauber von Tess. Drei gegen sogar die Überzahl. Tess halt allerdings mit einem HP. Und sie schieben nochmal B. Boah, das wird, glaube ich, nicht gut ausgehen. MKE dort. Und Nico am. Oh, ist auch schon da. Okay, super ekelhaft am Abgammeln. Und einfach rumziehen, die Bombe töten. Boah, schade. Bombe ist aber durchgekommen. Nur noch Lord und Tess. Lord auch Banane. Schade. Aber da können sie ehrlich gesagt nicht mehr so viel machen mit den Lower P. Hätten es da aber dennoch im A versuchen müssen. So, warum zählt eigentlich oben der Score nicht? Ich hoffe, der aktualisiert sich gleich. Ja. Wie immer ein kleiner Go-TV-Bug. Da wird wieder ein bisschen was gelöscht. Noch schön anzusehen, wie Bikey hier deckt. Sind auch eher defensiv aufgestellt. Ah, wobei, lassen allein Nico allein am B. Fokussieren sich da auch ein bisschen auf Fass. Wird wahrscheinlich gleich eine Flash bekommen. Oh, ist aber abgesmoked. Der CW über Hess natürlich perfekt. Die CD ist super ekelhaft defensiv. Wahnsinn. Die SC kommt aber durch. Da ist komplett eine Lücke. Krass, wie schlecht das gemacht ist von der Person. Aber sie setzen die Frags. Schon wieder ultra ekelhafter Lag. Ich hoffe, der ist nicht im Spiel. Lord mit dem 1 gegen 1. Da kommt nicht. Doch, Bombe ist auf Spot. Hat sich auch eine vernünftige Waffe, glaube ich, gepickt. Boah, krasser E.
Von 100 auf 53. Unglaublich gut, HE. Oh! Alter, Lord hat das Gas gegeben, weil er gedacht hat, dass es durchdiffused wird. Oh, aber warum, der Diffuser, der nicht seine Pose wechselt? Das verstehe ich nicht. Er darf doch niemals da am Spot bleiben, wenn er undiffused. Dort wird der T immer pre-aim. Oh, sehr interessant, das 1 gegen 1. So, diesmal ist es Kuben, der hier allein am B vorgeschickt wird. Räumt da auf. B wäre frei. Lot muss im Kinderzimmer aufpassen. Oh, da hat MKE ihn gesehen. Auch schöner Boost hier im Hass. Da oben sieht man's. Und EC hat Angst, die Mitte hochzugehen. B ist immer noch frei und da suchen sie auch den Weg. Sehr gute Entscheidung. Ich bin hier Bikey quasi komplett aus gerade. Ich kann auch super viel ansagen. Boah. Schönes Pre-Aim von Shine. Der kennt ja jede Posi. Boah, da wird es nochmal knapp. 2 gegen 2. Oh, schöner Schuss. Noch Pascha macht's. Klärt. 2 zu 2. Waffen gelegt. Oh, extrem offensiv. EC weiß es aber anscheinend. Schöner E. Seht ihr auch gerade die lila Dinger? Dort im Haus. Ist doch so ein typischer Source-Bug, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ein Chaos in der Runde schon wieder? Ist Mitte unten down. Boah, und der Lip jetzt mit gutem Timing vielleicht. Boah, Couch. Ah, schade. So, hier rennt jetzt Lip. Oh, hätte er vielleicht eher auf dem Spot bleiben sollen. Er will sich ausmoven, aber mit der Diggle. Ganz ehrlich, da auf Distanz, ich weiß nicht. Jetzt gibt sein Mate auch schon Gas und jetzt ist Lip halt ganz weit weg. Nette Weltreise gemacht über einen Spot, dann nochmal über den Sand. Oh, jetzt kriegt er sogar noch den Frag. Und letzte Aufspot. Kuben mit 4 HP. Krass. Da holen sie einfach mal die Eco. Einfach mit dem ganz billigen Mitte Rush. ESC war dann auch irgendwie an der Base beschäftigt, um sich Waffen zu legen. Und dann heißt es auf einmal die Runde für die Franzosen von Bikey. Überprüfen, ob das wieder da ist. Ja. What the fuck? Alter. Gibt's dafür einen Befehl oder so? Ist das ein Bug? Was ist das? Warum ist das lila? Da wurde gerade wieder was gelöscht und ich bin immer nicht drauf. So eine nette Carpio-Flash da von MKE. Ich decke die Mitte wieder relativ aggressiv. EC sollte nochmal mit Flashes einnehmen. Bauen aber über Haus auf. MPK da gleich mit dem
aktuell. So, und scheint sich auch komplett defensiv zu gehen. Ist sie will immer noch die Mitte hoch und drei Mann nur am. Boah, schöne Flashes. Krass. Da wissen sie anscheinend genau, wie sie dort die Ecke abflächen. Boah. Geiler Schuss für Neo. Und Sandkasten fällt auch. Nico und MKE sind zwar schon da. Uiuiui. Schönes Lenkrad. Boah. Einer low. Oh, aber zum Glück Kuben, derjenige, der mit viel HP. Und er macht es auch sehr schön durchgemoved. 3:3. Was raustappen, reintappen. Ich meine, es stört ja sich so sehr. Es ist ja wirklich nur an diesem Fenster. Wenn es jetzt überall wäre, würde ich mich schon mehr Gedanken machen. Von daher kann ich damit erstmal leben. Ich will jetzt hier auch nicht großartig irgendwas kaputt machen. Lip. Vermutlich sogar durch die Smoke. Nein, ich wollte gerade hin zu Neo. Und da hat er schon den Fleck gesetzt. Also wenn man sich Notizen über ESC machen sollte. Wer ihn sucht? Wer ihn sucht? Jetzt hat er ihn gefunden. Boah, was ein Todessprüh. Ja, also was auffällt bei ESC, sie machen immer relativ viel über Has. Und Banane wird am Anfang immer oft zurückgedrängt, direkt von Pascha und Kuben. Zumindest von Kuben und, ja genau, Kuben und Pascha. Zumindest war das vorhin so. Aber ich denke mal, dass sie sich bis zur Dreamhack da noch einiges mehr einfallen lassen. Freut mich auf jeden Fall, dass sie ein Bootcamp machen. Das haben sie auch selbst gesagt, dass sie ein Bootcamp brauchen. Hatten sie ja vor dem ESWC leider nicht. Aber dort haben sie sich eigentlich auch schon relativ gut präsentiert. Für die Playoffs hat es ja da leider nicht gereicht. Aber immerhin konnte man Anexis schlagen und das ist ja auch schon mal einiges. What the fuck? Guck dich mal die Smoke an! Was zur Hölle? Und da kommt Pascha tatsächlich durch damit, oder was? Krass, Pascha ist durch! Pascha ist durch! Jetzt wird er den CT! Man kann einen Easy Frag machen! Alter, was eine geile Runde! So einen letzten wissen sie auch, den können sie einfach easy abflashen und töten. Krass! Alter, Hauptteil von der falschen Mitte des Smoke zum B werfen. Hier drüber ist sie geflogen. Bäm. Und dann hier so aufs Dach und dann hier runter. Krass! Geile Taktik, aber ey. Wahnsinn. So, es ging in 1-6 natürlich nie. Weil irgendwann einfach die
der Sky irgendwann begrenzt war. Wieder in der Kinderzimmer. Und eigentlich kann man hier auch bang, so durch die Tür, glaube ich. Hier durch dieses Fenster und hier durch die Tür. Da hat er auch schon Hits bekommen, der NBK. Oh, jetzt muss er Kuben aufpassen. Sehr schön. So, er weiß, dass Haus noch einer ist. So, aber Mates, räume auf. Sehr schön. Tess versteckt auch die Waffe. Und das ist 6:3. So, jetzt bin ich mal gespannt. Das war eine Echo ja wieder. Direkt offensiv AWP von Schein, verschießt aber, bekommt dafür gut Damage. Nico wird komplett von Anfang an allein gelassen am B. Also hier schon mal eine erste. Stellt man sich schon ein bisschen ein auf das Spiel. Schein da mit ein bisschen Schlitz. Ansonsten Aufbau von ESC doch relativ Standard. Die Granaten haben wir jetzt von Neo auch schon zur Genüge gesehen. Sie werfen da mal erst ein bisschen was und dann geht's erst dünner. So, also die Map kennen sie mittlerweile auch, würde ich meinen. Da mit dem neuen Haus und so, mit dem neuen Kinderzimmer-Dingens. Also richtig gute Ghost, die ESC hat. Man muss einfach sagen, Baiki steht halt so scheiß defensiv, dass ESC sowas ja auch spielen kann. Und dann ist es natürlich ein leichtes, so eine einstudierte Taktik durchzubringen. Wenn man da nicht blockiert wird und gestört wird bei seinem Aufbau. Man hat zwar jetzt mal versucht am Anfang mit der AWP von Schein, aber wenn er direkt verschießt, dann bringt ihn das halt auch nichts. Nico, da bist du dann Zement scheffeln. Ah. Boah, 1 HP bei TS, 6 HP bei Neo. Aber egal, die Runde geht an EC. Und die sind ja doch schon mal relativ übermächtig. Also die Variante, dass man allein, dass Nico allein am B gelassen wird, ist ja okay. Aber dann müssen sie A trotzdem halt irgendwie halten. Boah, wie Lipp da durchkommt. Boah, weißt du, so eine Runde ist dann wieder... Boah, schön geaimt. Ich hätte ja da irgendwie nicht geschossen. Ich hätte Angst, dass da nichts kaputt geht. Aber wo sind die Mates am B jetzt? Was machen die denn da? Wie schlecht kommunizieren die da bitte auch? Wenn Lip da ansagt, schon wo er den ersten Schuss dann, wo er den getötet hat, müssen sie ja eigentlich vor und den überrennen. Das kann man so viel besser runterspielen. Boah, dafür steht der Nico richtig gut. Aber dann auch nicht gut genug, wird direkt gerefakt. So, Lord hat ihn auch gehört. 8:3, aber... schöner Anfang wieder, aber dann halt nicht gut ausgespielt. Vielleicht nochmal AWP. Jo. So, vielleicht trifft diesmal was. Jetzt hat er getroffen. Den habe ich nicht mehr gesehen. Falsch mit da eingenommen. Und ESC diesmal komplett. Dings zusammen. Nee, Neo deckt dort noch.
Mal schauen, ob Neo unten rechts aufpasst. Das ist nämlich ein super ekelhaftes Eck. Boah, er passt tatsächlich auf. Weltklasse-Spieler. So, B gibt's jetzt Go. Ah, schade. Jetzt brechen sie echt ab. Boah, ich bin so gut. So gut zusammen. Und Neo auch erst durch. Boah, Alter. Ich mache einfach alles richtig. Da will Neo auch schon mal die Steps zuordnen. Ah. So, auch einfach mal gleich. Und MK am B. Also, was ein gutes Teamspiel, wie wir wieder bei ESC sehen. Ich weiß auch nicht, warum da immer Target Area steht. Wo ich halt das erste Mal GoTV angemacht habe, dann stand dort Flash da und ich vermute einfach, dass es einfach noch ein Bug ist. Normalerweise müsste dort immer so lila Flash da stehen, dass er halt blind ist. Das wäre jetzt meine Erklärung dafür. Seit wie vielen Jahren spielt ihr es hier zusammen? Einige. Also bis auf, wenn man mal den Luke-Pascha-Wechsel weglässt. Oder selbst mit dem Wechsel. Das ist jetzt mindestens schon 3 Jahre, glaube ich. Pascha ist neu. Auch eine coole Aussage. Ist halt auch schon wieder ewig dabei, der Junge. Aber ansonsten, so die 4 Mann sind, glaube ich, wirklich schon 6, 7 Jahre oder so zusammen. 2 Jahre nur, Pascha. Also es kommt halt vorhin wie eine halbe Ewigkeit. Und sind noch eins der ganz, ganz wenigen Teams, die wirklich noch in der Konstellation spielen. Neben Navi, die wirklich auch schon sehr lange zusammen sind, seit 2009, glaube ich, schon Navi. Die restlichen Teams haben ja immer alle durchgewechselt. Ist hier da eigentlich immer eine Konstante im E-Sport gewesen. Und das zahlt sich natürlich auch aus an den Ergebnissen. Das kassieren sie aber mal wieder gegen Deagles. Oh, Neo! Mit 5 HP, 33 Sekunden. Never! Hey, so eine Runde holen sie dann halt wieder. Standardaufbau aus. Diesmal Schein am B allein mit AWP. Oh, schöner Bang von Kuben, leider steht kein Offensiv. Oh, sauber. Aber auch guter Eda von dem Hausspieler. Nimmt sogar einen mit, verdient, muss man sagen. So müssen Runden in CS aussehen. Oh, ein Schein mit dem Eier-Move. Oh, er hat einen Step gemacht. Oh, der verschießt. Oh, schön gamed. Oh. Was war das für ein Headshot? Never. Never Headshot. Oh, sagen wir es mal so. Headshot powered by CSGO. Krass, wie Nico ihn noch zu blenden lässt. Ui. Kannst du dir da hingucken? Nein, tut er nicht. Boah, wow, was eine Flash. Boah, wow, what? Und kein. Doch, er hat einen Kit. Boah, wow, jetzt zieh durch! Jetzt zieh durch! Boah, wow, schöner Mindfuck für Lord. Gute Entscheidung, da durchzuziehen. Aber Lord macht die Runde nochmal richtig spannend.
So, wieder Schein allein. Huh. Kleiner Rhyme. LOL! Was ein Move durch die Smoke. Das geht auch nur in Go. Mit den übertrieben dicken Smokes. Oh, wo ist denn der? Oh ne, verguckt. Was das aber auch für ein Move ist, so ein total Behindi-Move. Machen wir so durch die Smoke schleichen. So, Go vielleicht wieder über Has. Yep, ganz ESC-typisch über Has und MPK richtig blind. So, einen macht er. Oh, schön gamed. Der Hausspieler! Jetzt kommt er raus. So, die Bombe haben sie irgendwie nicht. Ah, da haben sie. Boah! So, Pascha gegen Schein. Und er ist schon links. Boah! Was hier für Headshots auf einmal fallen, ey. Alter Vater. Also 9-6, doch nochmal eine recht interessante Halbzeit, muss man sagen. So, und ich guck mal, wie es bei AL gegen C-Play steht. Okay, das ist auch relativ spannend, aber C-Play liegt auch wieder vorn. Naja, mal gucken. Ah, vielleicht gibt es ja eine dritte Map, aber ich glaube, die werde ich nicht mehr streamen. So. Was? Was ist das für eine Dual Pistol Action? Jo. Da wird der ECF mal komplett überfahren von den Duels. Das war schon live, oder? Oh, Tess hat sie sogar gelobt. Strong Half. Krass. Gar nicht geschnitten jetzt hier wirklich, dass es live ist und mit den Duels einfach so drüber gefahren wurde. Mit Hirschkäfer-Taktik im Stehen. Oh, wo ist Neo denn da? Im Baum. Könnte es jetzt sogar noch mal richtig spannend werden. Kann man da auch boosten? Scheint nicht so, oder? Er wird irgendwie immer wieder runtergeschubst. Sounds, ey, ist so lächerlich. Nettes Prefire, aber auch von dem Franzosen da. Von Lip. Mit seinen Duels. Bombe aber nach Mitte. Also der Lip lockt da noch ein bisschen und der weg.
Was ich allerdings nicht verstehe, warum er da allein ist. LOL! LOL! Schon wieder so eine Situation. Alter! Was machen die denn da? Aber ganz ehrlich... Boah, bitte ESC holt die Runde. Ihr habt die so verdient. Sauber. Und jetzt nur noch Schein. Oh, Neo von oben. Headshot. Headshot. Schöne Runde von ESC. Und was ich kritisieren wollte, ist, dass Lip da einfach allein vorgeht. Also in 1-6 hätte er dafür eine Nackenschelle bekommen. Wenn man in der Anti-Eco alleine irgendwo vorgeht, bringt halt auch 0, wenn man dann den Frag kassiert. Ohne Refrag. Runde geht auf jeden Fall, finde ich, auf ihn. Oder halt auf denjenigen, der die Taktik so angesagt hat. Oder konstruiert hat. Banane. Boah! Alter! Was die da kassieren? Aber war auch irgendwie nicht gut gehandelt, muss man sagen. Das Neo, der einfach rumzieht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie mit einer... mit der Kaufrunde gerechnet haben. Ich glaub's fast nicht. Aber ich glaube, in GAU sollte man eher die Duelle über die Distanz suchen. Vor allen Dingen auch... ja, wenn man sich nicht genau sicher ist. Wenigstens scheint ESC alle drei Waffen zu safen zu können. Neo kann selbst kaufen, Kuben können sie legen. Zum nächsten Runde keine Probleme da, was das Geld angeht. Kriegt eine Pumpe. Oder hat sie sich selbst gekauft? Weiß nicht. So, da wird es aber diesmal kein Go geben. Der gibt es auf groß schnell. Über Haus. Schöner Support von den Mates. Oh, hat er ihn nicht gesehen. Oh, da wird gut mitgeholfen, aber Pascha macht auch noch einen. Er hat doch gar keinen. Schön Hedge von Neo. 2 gegen 2. Neo low. Boah, da verbrennt er. Nicht ganz. Und nur noch Gruben mit so einer Rotzwaffe über die Distanz natürlich unglaublich schwer ist. Aber vielleicht kommt er in der Waffe an die Waffe von Neo. Action wird immer nicht gezielt. Ja, ich glaube, der bekommt auch gerade die Ansage, wo die Waffe liegt. Boah, was ein Ekel-Timing, ey. Und ich glaube, die ESC-Spieler wissen nicht, dass man mit E die Waffe picken kann. Also man kann sich halt Waffen manchmal von... ach, schade. Man kann sich halt Waffen, die ein bisschen weiter weg liegen, auch mit E picken. Vor allen Dingen am Spawn manchmal wichtig oder halt in so einer Situation. Also man muss nicht zwangsläufig über die Waffe drüber laufen und dann die andere picken. Aber 10 zu 10. Das wird nochmal eine knappe Kiste. Und ein ganzes Stück Arbeit für ESC. Weil sie auch schon wieder durch sind ohne Gegnerkontakt. Lol. Was ein Spray. In so einer Situation dann zu sprayen, da wird bei mir halt nie was reingehen.
Aber irgendwie schaffen die es hier doch, irgendwas umzuschießen. So, oh, Seaplay hat echt tatsächlich 2 zu 0 gewonnen. Für zweite Map 16 zu 10, so wie es aussieht. Ja. Krass. Da muss AL auf jeden Fall noch ein bisschen trainieren. Sind hier in Go noch nicht ganz auf der Höhe. Ich hoffe, sie sind trotzdem auf der Dreamhack, irgendwie im BYOC-Turnier. So, dann müsste das Spiel jetzt das letzte sein, was live ist. Okay, EPS Polen spielt noch eins live, aber sonst passt das ja alles. Sieht Neo schon wieder schlecht aus, aber immerhin jetzt Molly. Guter Molly. Und da gleiten die Ts. Aber schaut mal an, wie wenig Schaden die gekriegt haben. Und da wird wieder gut durchgeruckelt. Guck mal, die schweben einfach. So, wer schwebt noch? Niemand? Nico schwebt. Sieht so gut aus. Komm, lauf ein bisschen. Schwebe davon, Nico. Tess schwebt auch. Das ist der, also der Bug, warum die ruckeln. Jetzt habe ich es verstanden. Sollte man mal irgendwie Valve melden. Nochmal eine Eco. Baiki mittlerweile schon mal 12 zu 10 Führung. Das Spiel gleitet ESC mehr und mehr aus den Händen. Not im Küchen. Wie heißt das Kinderzimmer? Also ich höre die Sounds gerade rechts. Ich glaube, Kuben tut das auch. Also würde er nicht so reingucken. Und Pascha ist zur Stelle mit einer. Guck dich mal hier an, wie dünn die Waffe ist. Schade, Mann. Aber so eine Waffe kann auch einfach mal eine Runde gewinnen, glaube ich. Pascha hat ja noch genügend Geld. Also eigentlich gar nicht so schlecht, das zu versuchen. Was ist die Lösung für den Bug? Weiß ich nicht. Ich denke, der Fix liegt hier an Valve und nicht an mir. Zumal das, glaube ich, auch sogar als Spieler auftritt manchmal. Dieses Gleiten irgendwie. Ah, da bin ich mir gar nicht 100% sicher. So, eine ganz, ganz wichtige Runde jetzt für ESC. Wir müssen langsam hier mal Runden holen. Sollten sie die verlieren. Sie haben einfach kein Geld. Sie können es sich nicht mehr erlauben, hier Runden abzugeben. So, haus schnell. Lord ab mit dem First. So, Action schon durch. Not stirbt. Tess stirbt. So, jetzt Pascha. Neo hat ja kurz gedacht, dass es ein Fake ist. Bombe aber durch. Boah, guck dich ab hier an. MK. Mike Low. MPK Low. Dafür hat auch Pascha gut angeschlagen. Neo muss es eigentlich reißen, zusammen mit. So, jetzt bin ich gespannt, ob der Molly gut kommt. Ne, der liegt halt überhaupt nicht gut. Boah, das ist safe. Nee, doch nicht.
Oh, Misskommunikation! Oh, sie hätten es doch geschafft, aber sie haben kein Kit. Okay, fällt mir jetzt was auf. Boah, haben nur zwei Waffen durchgebracht. Gut, die müssen legen eigentlich. Das reicht doch noch beim Rest. Boah, aber 14-10. Eigentlich würde ich mir auch Banane bis was Offensives wünschen. Ich weiß nicht, ob ich damit mich anfreunden kann, wie ESC das dort spielt. Sie da immer so close stehen. Dreimal mit der Bombe. Ich glaube, es soll ein B-Split werden. Oh, Neo gerade im Schieben. Oh, er wartet. Sehr gut. Oh, eigentlich nicht so gut, Posi. Oh, gut geaimt nochmal. Gut abgesetzt. Sehr schön. Also, gute Runde jetzt mal von ESC. Wichtig, vor allem, dass Taz mal was umschießt. Der hier ja wirklich gerade nicht gut aussah vorhin bei dem Go. Wo sie Action durch sind und er keinen gemacht hat. Das kennt man besser von ihm. Das Smoke-Spiel ist in... Jetzt ist Neoma offensiv. Das Smoke-Spiel definiert schon ziemlich Go CSGO, würde ich mal meinen. Es kommt doch schon extrem viel auf die Smokes drauf an. Vor allem jetzt seht ihr, wie man darauf reagiert, wenn jetzt da zum Beispiel Mitte 30 Smokes oben liegen und alles verdecken. Ich glaube, das ist relativ wichtig, damit umgehen zu können. So, coole Pose von Taz, habe ich das auch noch nicht gesehen, dort so Haus zu decken. So, Hess sind sie gefallen, Pascha steht aber, hält zum Glück noch Hess. So, jetzt gerade ein bisschen Verwirrung angesagt, aber sehr schön gepusht von Lord, er hört glaube ich auch die Steps. Neo macht sich schon bereit für eine Go. Also ich spiele den nicht. 20 Sekunden noch. Und da sieht man einfach wieder, dass ein bisschen die Klasse fehlt bei Bikey vielleicht. So, jetzt haben sie noch 10 Sekunden. Jetzt müssen sie gleich den Go spielen. Test, schöne Flash. Ja, wobei, ich glaube, die waren ein bisschen zu weit. Wieder stirbt Test. Also er macht hier kein gutes Spiel als CT, aber dafür Lord steht diesmal souverän im Sandkasten. 3:8 ist sie. Kommt hier wieder ein bisschen ran. Gefällt mir auch das Neo, der jetzt ein bisschen offensiver agiert. Lol, nochmal eine Nachsmoke. Jetzt Neo gegen 5. Kuben ist ganz weit weg. Oh, Neo, geh weg. Geh weg! Nein, der Molly! Oh! Der Molly kam doch nochmal ganz gut. Oh, Neo! Er hat die tatsächlich noch bekommen. Aber sehr schön gespielt für Neo, dass er dort nicht nochmal irgendwie dumm rauszieht und dann irgendwie versucht, mit dem Knife drauf zu gehen. Nein, er wartet, bis seine Mates da sind und einfach den Frag machen. Da ist einfach viel zu abgeklärt. Boah, aber das hätte schon wieder richtig böse ausgehen können, muss man sagen. Wenn Kuben den Molly irgendwie eine Millisekunde zu spät wirft, dann sind sie durch.
Also das war richtig knapp. Glück im Unglück, würde ich fast sagen, für ESC. Oh. So, wir gucken wieder mit dem Molly. Da teilt sich ein Tee durch. Und das kann man jetzt natürlich wieder kritisieren an dem Molly. Dass er vielleicht jetzt zu schwach ist. Und das Geld fast nicht wert ist. Weil so viel Schaden macht jetzt, glaube ich, gar nicht mehr. Und jetzt kann ESC mal zeigen, was sie in der Retake-Schule gelernt haben. Aber es sieht nicht gut aus, denn von hinten war schon einer gekommen. So, Tess, jetzt noch eine Banane. Oh. Oh. Einer noch auf Spot, da am Y. Oh, schade. Boah. Ah, wie knapp das noch war. Schade, dass es nicht gereicht hat. Aber Baiki mit dem Draw, wer hätte das denn gedacht vor dem Spiel? Wobei, glaube ich gar nicht so wenige. Aber ich habe schon mit einem Sieg gerechnet. Ich meine, Baiki ist für mich jetzt kein... Ja, aber wahrscheinlich sind sie doch schon Top 3 in Frankreich, oder? VG1, dann Millennium oder Jazz halt Nummer 2 und dann kommt vielleicht sogar schon Baiki. Mir fällt jetzt spontan kein anderes Team ein. So, auch Lord nutzt gut die Smoke, aber die T's sind schon durch. Zwei sind rechts, zwei sind noch links unten an der Treppe. Der Hey geht komplett ins Leere, ins Kinderzimmer. So, jetzt der Go. Ich würde gerne mal sehen, dass... Oh Mann, ich würde gerne mal sehen, dass Lord oben bleibt. Ich glaube, damit kann man besser... Kommt man besser zurecht mit den Goes. So, trotzdem aber gute Pose jetzt. Pascha nimmt da die Aufgabe von Lord ein. Benimmt dort Saus, Bombe ist auch down. Und da ist nur noch Lip oben. Boah. Der Test kassiert halt nur gerade. Alter. So, letzte Runde. Soll es hier vielleicht tatsächlich ein Draw werden? Ich würde ja feiern. Draw wäre meiner Meinung nach aber auch verdient für das Spiel. Sowohl ESC mit richtig guten Runden als CT auch teilweise sehr gut gehandelt. Aber wenn Tess ein bisschen mehr im Spiel wäre, würde ESC das vielleicht gewinnen. Selbst wenn sie die Pistole... Also die Pistole war halt auch wichtig. Haben sie ja leider auch nicht gewonnen. So, nochmal B-Kontakt zu 4, zu 5 sogar. Oh, da sind sie gleich von. Nein! Also es gefällt mir nicht gut, was Kuben da macht. Er hat danach kein richtiges Gefühl dafür. Wie weit sie vorn sind. So, einer nach einem Seitengang und einer nach Banane. Aber der Lip hat eben schon Monster-Headshots gegeben. So, jetzt ist aber letzte, hat nur 12 AP. Und der stirbt da. Gratulation an ESC. GG 15 zu 15. Sehr schönes Match. Wir haben echt alle 30 Runden gesehen. Oh, warte mal. Hier fragen sie gerade selbst nach Overtime. What? Gibt's jetzt eine oder nicht? Also, würde fast keinen Sinn machen, oder? Ich weiß es nicht. Woolstraw. Ja. Da war's auch sehr schön. Erstmal so, ja, GG. Oh, Moment, wir haben Draw. Vielleicht doch Overtime. Nun gut. Somit endet ein schöner CSGO-Abend, muss ich sagen.